Sechsmal begrüßte Carl Zeiss bislang die Hertha, sechsmal gewann Jena. Solch einen Gegner hat man so richtig gern. Berlins Andrzejczyk herzlichst begrüßt von Jenas Volkan Uluc. Jena in Weiß wieder mit Eckhardt und Eismann nach ihrer Gelbsperre. Eismann auf Puval, der macht's allein. Temperamentvoller Beginn von beiden Teams. Mittelstädt auf Kauter, schon Kauter mit der Führung. Aber war da alles rechtens? Jenas Torhüter Schmidt beschwerte sich. Kauter rammt da zwar in Schmidt hinein, aber der war zu weit weg vom Ball und außerhalb seines 5-Meter-Raums. Sah hart aus, war aber okay. 6 Minuten später Jena über Erlbeck. Gerlach läuft sich frei. Die Flanke weit rüber, zu Starke, der Ausgleich 1:1, 14. Minute. Manfred Starke, sein 8. Saisontreffer, und der weiß, bei wem er sich zu bedanken hat. Justin Gerlach mit einem fetten Scorerpunkt für diesen Assist. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kauter köpft in die Mitte. Mierbach, Kohls, Schmidt, Reaktion schnell. Thorsten Ziegner gegen seine Zwickauer spielt Jena am vorletzten Spieltag. Am nächsten geht's nach Berlin zu Steffen Baumgart und dem Berliner AK. Die letzte Aktion in der ersten Halbzeit. Kohls auf Kauter. Kein Abseits. Mierbach allein vor Schmidt. Die erneute Führung für die Gäste. 42. Minute. Da sah die Jena Abwehr richtig schlecht aus. Am Ende war René Klingbeil der Einzige, der noch hätte stören können. Aber Mierbach abgezockt an Schmidt vorbei. Die erste Halbzeit war schon unterhaltsam, die zweite wird noch besser. Manfred Starke, rum, Tor, Starkes zweiter Treffer zum 2:2. Da hat er nicht lange gefackelt, warum auch. Herthas Belly waren ungewollt, aber schön aufgelegt für Starke. Nur 2 Minuten später Ecke Hertha. Reimann. Oh, wow, 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 wow. Da sahen alle schlecht aus. Und am meisten Stefan Schmidt. Reimann zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Völlig ungestört, aber noch schlimmer. Bürger steht am kurzen Pfosten regungslos und Schmidt spekuliert völlig falsch. Hertha wieder vorn. Wieder nur 2 Minuten später. Bürger kurz auf Starke. Ball kommt zu Eismann. Der fällt. Will einen Elfer. Reklamiert. Kauter spielt weiter. Kein Pfiff. Fuchs zusammen mit Mittelstädt Richtung Jena Tor. Das Abspiel 4:2 und Schmidt reklamierte wieder. Abseits. Ganz enge Entscheidung, obwohl Fuchs und Mittelstädt so viel Zeit hatten. Und es war gleiche Höhe, also kein Abseits. Alles korrekt. Und 70. Minute. Eismann auf Starke. Erlbeck. Bock. Dominik Bock, sein erstes Regionalliga-Tor. 21 Jahre, kommt aus der eigenen Jugend. Er hat bereits 8 Mal in der Oberliga getroffen und bringt Jena zurück ins Spiel, was vom Stadionsprecher auch dementsprechend gewürdigt wird. 70. Spielminute. Tor für den FC Carl Zeiss. Jena! Torschütze, unsere von 10, Dominik Bock. Wir haben einen neuen Spielstand, 5:3 durch Maximilian Mittelstädt. Da haben sich die Jena richtig schön blöd angestellt. Und noch schlimmer, das nicht zum letzten Mal in diesem Spiel. Henning überläuft Klingbeil, Schmidt ohne Orientierung, Klingbeil. Es blieb beim 3:5, auch in der Höhe verdient. Der erste Hertha-Sieg in Jena. Für Carl Zeiss die erste Niederlage seit 7 Spielen.